Also, was ist jetzt mit der GWA Apokalypse-Veranstaltung in Tannenbusch? Apokalypse in Tannenbusch muss leider verschoben werden. Aufgrund organisatorischer Probleme. Wir kriegen hier einen Ring nicht unter. Und es hapert noch an so ein paar Genehmigungen. Weswegen die Apokalypse in Tannenbusch verschoben werden muss. Auf unbestimmte Zeit. Wir arbeiten an Spätherbst, Winter, das bis dahin zu realisieren. Und kleine Vorapokalypse wird vielleicht in Oberhausen stattfinden können. Auch das wäre noch zu klären mit unserer neuen Partnerliga. Das werden wir gleich machen. Jetzt trainieren wir erstmal. Was erwarten Sie bei Apokalypse? Darf ich ruhig duzen. Bei Apokalypse erwarte ich Hochklasse, deswegen brauchen wir auch etwas mehr Vorlaufzeit. Bei Apokalypse erwarte ich hochklassige Matches, die richtig, richtig gut geplant sind und vor allem auch eine gewisse technische Ausgereiftheit schon. Und für die schadet es auch nicht, etwas mehr Vorlaufzeit zu haben, dass wir nämlich unsere Ringcrew erstmal formieren und aufbauen können und schulen. Auf wie weit wird Apokalypse verschoben? Das kann ich nicht sagen. Meine neueste Regel, keine Termine mehr, bevor wir offizielle Daten haben. Vielen Dank. Gerne.